Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Foundation. Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Zeittechnisch habt ihr mitgekriegt, hatte ich ein paar Probleme. Die werden auch nicht unbedingt besser derzeit. Aber ich versuche euch natürlich, so gut es geht, immer Gameplay zu zeigen. Unsere Siedlung wächst. Stadtoptik, ja. Ich finde, langsam hat man immer mehr Stadtoptik. Mitten ja unser Riesenherrenhaus. Im Moment nach ein bisschen fensterlos. Und es wurde ein Gebäude freigeschaltet, nämlich die Böttcherei. Die macht nämlich Fässer. Das heißt, auch Köder haben wir noch. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt, nachdem wir diese Sachen hier gebaut haben, eigentlich alle, müssen wir jetzt erstmal auf Eisenproduktion gehen. Ehe wir hier dann weitere Gebäude freischalten können. Hier oben zum Beispiel, glaube ich, können wir derzeit nichts freischalten. Hier auch nicht, weil uns die Bürger fehlen. Und hier fehlt uns Steuern, okay. Ein Gesandter bittet um eine Audienz. Aha, der Krieg kommt. Wir sind vorbereitet und werden. Eigentlich sind wir nicht wirklich vorbereitet und würden uns freuen, wenn wir ein paar helfende Hände hätten. Am besten mit Schwertern oder Äxten. Wie wäre es, wenn ihr uns einige eurer Truppen zur Hilfe schickt? Ja. Dann gibt es jetzt einen Missionsaufbau. Das ist interessant. Missionsaufbau öffnen. Ah, wieder 20 Fische in 60 Tagen liefern. Das kriegen wir hin, wenn wir es kurzzeitig mal nicht verkaufen. Weil Fische haben wir immer noch sehr wenig. Freischalten müssten wir dann. Hier kriegen wir dann den Boden. Ich werde das einmal abbrechen. Friedrich geht noch mit und Barbara geht noch mit. Und senden. So, hier laufen sie los. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ob die sich sammeln und dann gemeinsam loslaufen oder wo sie hingehen oder wie sie das machen. Ja, wir sind ein kleines Dorf. Wir sind unserem König zur Treue verpflichtet und schicken natürlich Truppen, wenn es auch losgeht. Na? Darauf läuft das, diese allgemeine Idee auch irgendwie hinaus, dass wir als Lord von mir aus verpflichtet sind, dem König zu helfen. Oh! Schwebender Händler. Macht's gut. Ich hoffe, ihr kommt heil zurück. Okay. Wir haben zwei Arbeitslose. Und ich finde halt diese Sache mit, wir haben nicht so viel Fisch. Ja, sollten wir mal entgegenwirken ein bisschen. Auf einen Baumeister. Wo sind denn die Baumeister alle? Ach, da ist einer. Aber wir haben ja vier. Baut Gebäude, baut Gebäude.
Ich habe gerade frei. Okay. Er arbeitet. Wo? Da. Bringt gerade Ressourcen zum Fischergebäude. Virginia arbeitet gerade. Bereitet sich auf die Arbeit vor. Okay. Harry bereitet sich vor. Anna arbeitet. Okay. Der Rest bereitet sich darauf vor zu arbeiten. Alles klar. Alle anderen Ressourcen schon erhalten? Ja, 20 Holz sind da, hier auch. Das heißt, das kann man eben erledigt werden eigentlich. Die Wohnhäuser hier stehen auch alle, das ist fertig. Und hier oben, die Sammler, hat sich auch einen Weg ergeben. Ich möchte die eigentlich zu den Fischern schicken dann gleich und nicht zu den Sammlern. Noch mal drei weitere Schäfchen. Werden gleich fertig sein. Was ist das denn jetzt hier? Ich habe die doch aber losgeschickt. Sind die noch nicht angekommen? Die müssten eigentlich schon längst angekommen sein. Ja, mal gucken, was passiert mit dieser Quest. Okay, zwei neue sind da. Das heißt, zwei kann ich einbinden in die Arbeit allgemein, die noch frei ist. Zum Beispiel ins Holzfällerlager. Ein Soldat. Kann aber mich auch hier um die Steine kümmern. Und ein Weber. Ich möchte die Berufe mal alle auf grün kriegen. Das wird, glaube ich, am interessantesten gerade. Weil wenn alle Gebäude voll besetzt sind, haben wir eine so wunderbare Produktion. Dann könnte man sogar ein drittes Lagerhaus bauen. Hier so rein. Das könnte man so oder so mal. Fertig. Hä? Seid ihr noch nicht angekommen? Da kommen sie erst. Ach so, okay. Die beiden werden Fischer. Ich hätte gedacht, die sind schon ein bisschen früher da. Dass das hier noch nicht weitergebaut wurde, liegt da, hier wurde noch gar nichts. Seltsam. Nicht, dass hier gerade kein Baumeister mehr hinfindet. Alle anderen haben irgendwie gerade frei. Sie baut das Lager. Er bereitet sich auf die Arbeit vor, aber ich baue ja nichts weiter. Kann es sein, dass ich das abreißen muss?
da kein Baumeister sich anscheinend verpflichtet fühlt. Seltsam. Okay, also ab in die Fischerhütten erstmal. Zack, zack. Es kann auch sein, dass ich es abreißen muss. Mach ich mal. Weil anscheinend kein Baumeister herkommt. Dann machen wir das nochmal jetzt. Ja, jetzt ist auch gleich ein Baumeister zugewiesen. Okay. War ein kleiner Fehler, schätze ich mal. So, dieses Herrenhaus wollte ich ja eigentlich abreißen. Gucken, ob da Platz ist für ein Wohnhaus. Wenn nicht, könnten wir da eigentlich den Markt hin auch erweitern. Oh ja, hier Angelsaale. Nein. Sagt mir nicht, dass das ein kleiner Fehler ist, dass die Quest nicht beendet werden kann. Wäre natürlich super schade. Aber es ist, würde halt zeigen, weil es halt noch eine Alpha ist, dass diese Kriegsmission nicht so ganz hinhaut. So, jetzt ist hier wieder. Nee, alles klar. Es wird geliefert. Gut. Kann natürlich gut sein, dass diese Kriegsmission halt noch in der Anfangsphase nicht so ganz hinhauen. Dann ist es halt so. So, aber wir gehen jetzt erstmal in Richtung Mine. Schmelze, Schmiede, Mine. Mine auf jeden Fall als erstes. Wo wäre das denn als erstes möglich überhaupt? Oh, die Soldaten sind von der Mission zurück. Ich nehme alles zurück. Da seid ihr. Da bin ich ja mal gespannt, was das Ergebnis gleich ist. Und die Eisenmine, soll ich es nochmal schauen. Das erste Eisen. Da hinten sieht es gut aus, da. Und sonst ist ja alles sehr rot. Das heißt, wir müssen tatsächlich uns Territorien holen. Hier in die Richtung am besten. Ah, es kostet halt gut, ne? Das haben wir gerade nicht. Gut, dann warten wir kurz, bis wir da das Geld ja, zusammenkleistern. Wartet auf einen Baumeister. Ja, mal schauen, was hier passiert. Ob hier die Steinblöcke gleich mal geliefert werden, die ja hier liegen. Und zwar 45 Stück. Hat das Gebäude eine kleine Macke? Kann natürlich sein. Zwei Dorfbewohner schließen sich an. Hier sind unsere Soldaten. Ich mal gucken, was jetzt passiert, wenn sie wieder da sind. Auftrag abgeschlossen. 1000 Geld. Was ist das? Diese 20, keine Ahnung. Und ein freier Landstrich. Ah, ich darf den so wählen. Oh ja. Kostenlos. Eisen war da oben. Okay. Ach, hier, das.
Sind wir gespannt. So, ja, das hier klappt schon wieder nicht. Das kann doch nicht sein. Also ganz ehrlich. Schauen wir mal, wie dieses Haus dann errichtet wird. Einmal müssen Bretter gebracht werden. Luis. Da ist er. Ja. Luis. Ja. Läuft hinten rum, bringt Bretter hierher. Wäre natürlich schade, wenn wir hier keinen Schneider bauen können. Das wäre sehr schade. Das Gebäude wurde bis dahin gebaut und dann hat es irgendwann gestoppt. So, jetzt wird es interessant, ob er auch abbricht. Oder dann liegt es am Gebäude. Ja, jetzt steht schon wieder Warte auf einen Baumeister. Genau wie hier. Kann die Schneiderei nicht gebaut werden? Das ist schade. Weiß nicht, ob dann hier irgendwann dann doch mal ein Baumeister denkt, er bringt mal Steine hin. Aber gut, das Spiel kann natürlich auf Dauer, je länger es läuft, auch fehlerbehafteter werden. Das kann sein. Wäre fast, wenn ich mir einige Sachen angucke, sogar normal. Also Holzfällerlager noch einen drauf. Hölzerner Bergfried noch einen Soldaten drauf. Dann gibt es dieses Aufforstungsgebiet. Ist ja gut. Wir haben es wirklich verstanden, dass ihr keine Ressourcen gerade habt. Hier könnt ihr jetzt. Das wird funktionieren. Wird die Mine denn zu Ende gebaut? Ja. Das hängt irgendwie hier gerade mit den Ressourcen zusammen, die hier geliefert werden müssen. Das ist schade. Liegt es an den Steinen? Wir lagern da oben dann auch mal Steine ein. Und Brot, das haben wir ja super viel. Und dann würde ich hier gerne noch, Moment mal. Halt. Steinblöcke. Moment. Ja. Wir haben keine Steinblöcke, weil wir kein Steinmetz haben. Ich nehme alles zurück. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Verzeihung. Zu viel Gemecker. Zu wenig nachgedacht. Okay.
Wohnflächen. Wir müssen auch unbedingt, um mehr Wohnflächen zu haben, den Markt erweitern. Mine ist fast fertig. Mine ist fertig. Da können dann Bergleute arbeiten bald. Aber erstmal sollen die Leute, die jetzt fertig sind, so einer auf jeden Fall bei der Steinmetzhütte arbeiten, damit wir Blöcke herstellen können. Dann kann der Schneider arbeiten. Dann können wir hier Waren verkaufen, nämlich regulär, auch wie hier dann Kleidung. Verkaufen wir einmal hier und da drüben irgendwie, mal gucken, vielleicht dann auch, oder Lebensmittel. Oder mal schauen. So, der ist fertig. Da arbeitet schon einer. Hä? Hier werden jetzt Steinblöcke hergestellt und dann kann auch das Gebäude endlich gebaut werden. Ach Mensch, sehr gut. So, einigen fehlt hier der Wohnplatz. Einigen Leuten. Hier wird doch ab eins jetzt gebaut. Haben sie sich also eins zusammen geschustert. Das ist schön. So, wir sehen, wie weit die laufen. Man könnte tatsächlich jetzt einen Zaun drumherum bauen, was das so ein bisschen eingrenzt. Wir sehen ja das Maximum an Laufweg. Das glaube ich hier. Einmal so rum, auch hier. Fische für den König. Das hatten wir ja schon mal, ne? König wäre, glaube ich, am besten. Nein, du gehst da echt hin? Verdammt. Ich habe gerade gehofft. Aha. Ich war nicht weit genug. Gibt's ja nicht. Das kann man kaum sehen. Man kann es nur grob erahnen. Wie ärgerlich. Das müsste stimmen, glaube ich, wenn man das dann so weiterzieht. Diese Schäfchen, ey. Oh, es ist fertig. Gott sei Dank. Da muss jemand rein. Schon eine Nummer nur noch. Oh, sind wir an dem Punkt angekommen, dass wir keine Namen mehr haben? Oh. Okay, alles klar. Es gibt keine Namen mehr. Stadt ist zu groß. Stadt ist eindeutig zu groß. Wie viel
Ein Einwohnerhaus wird ausgebaut. Oh! Das sieht jetzt schon so aus. Mal gucken, ob der Ausbau einfach jetzt schon fertig ist. Oder ob sich das dann sogar noch zusätzlich nochmal verändert. Wenn Anna 10 Holz liefert. Oh, ein Bürger. Das ist der erste Bürger. Das erste Bürgerhaus. Sehr schön. Okay. Leute, wir sehen das nächste Mal auf jeden Fall mehr. Na? Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Macht's gut und ciao.